Jesus, wenn er das macht mit seinen Jüngern, sagt er, ich bin für euch wie ein Diener. Und er sagt, macht ihr das auch, dort füreinander dienen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir hören das Festtagsevangelium aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, Herr. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde nun gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr alle seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Erstkommunion-Mädchen und Buben, liebe Mitfeiernde, der heutige Tag ist ganz ein wichtiger Festtag vom Osterfest, wo wir ja jetzt feiern, wo wir schon jetzt eigentlich feiern.
Ostern ist ein ganzes Fest, das 3 Tage lang geht. Und wenn man es genau nimmt, geht es nachher nochmal eine ganze Woche bis zum Wissensundig. Und wenn man es nochmal genau nehmen würde, geht Ostern eigentlich weiter. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest. Da hat jemand eine Frage. Genau, morgen ist Karfreitag, sagt er, und dann Karsamstag und dann ist Ostern. Ein Festtag, der 3 Tage lang geht. Darum hat auch der heutige Gottesdienst keinen Schluss sagen, weil es ist ein Gottesdienst bis am Ostersonntag. Was feiern wir jetzt auch heute oben schon wieder, in diesem festlichen Gottesdienst? Ostern, es gehört zu Ostern. Und wir feiern heute einen speziellen Aspekt von Ostern, nämlich Jesus hat mit seinen Jüngern und Jüngerinnen das Abschiedsmahl gefeiert. Bevor er verroten worden ist und dann hingerichtet worden ist, hat er Adieu gesagt zu seinen Jüngern und Jüngerinnen. Aber das Mahl war ein ganz spezielles Mahl. Schon damals haben die Leute auch schon ein Osterfest gefeiert, das Pessachfest. Und dort hat es ein Mahl gegeben. Das Mahl hat daran erinnert, an die Befreiung vom Volk aus der Sklaverei. Und Jesus gibt dem Mahl eine neue Bedeutung. Er sagt, durch mich wird auch Gott euch alle befreien von allem, was euch auf dem Magen liegt, alles, was euch bedrückt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr euch allein fühlt, bis sogar vom Tod wird Gott euch durch das Mahl befreien. Durch mich schenkt Gott euch das ewige Leben. Liebe Mädchen und Buben, mit was hat Jesus das Mahl gefeiert damals? Etwas, das ihr an einem Tag vorbereitet habt, wo wir im Bachhäusli waren. Wisst ihr es noch? Brot hat der Bacher hier im Baucher Bachhäusli. Und Wein. Mit Brot und mit Wein. Und das sind ja auch ganz spezielle Lebensmittel, die auch für uns Grosse einen speziellen Wert haben. Jemandem ein feines Brot aufstellen oder ein gutes Glas Wein einschenken. Das hat noch mehr Bedeutung als nur etwas essen und etwas trinken. Und ihr wisst es ja, Brot selber machen, das ist ein Krampf. Man muss das Getreide aussäen, dann muss man es ernten, dann in die Mühle bringen, das Mehl machen, nachher muss man den Teig kneten, dann muss man warten, das Brot formen, dann muss man den Ofen anheizen und das Brot backen. Das ist eine Riesenarbeit. Und ähnlich ist es mit dem Wein. Wenn man Wein macht, ist das auch eine grosse, grosse Arbeit. Darum haben die Lebensmittel für uns noch eine viel tiefere Bedeutung, als nur einfach etwas zu essen und etwas zu trinken. Wir können sagen, sie haben einen grösseren Wert, einen Mehrwert. Und Jesus nimmt Brot und Wein und sagt, das Brot, das bin ich. Und der Wein, das bin ich. Ich schenke mir euch durch die Lebensmittel, die gewandelt werden. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da könnte man jetzt denken, das ist etwas Komisches. Mein Leib und mein Blut. Das ist das Geheimnis von unserem Glauben. Natürlich, für uns ist es Brot und Wein, aber im Glauben glauben wir, dass in diesen Gestalten, in diesen Gaben eben Jesus zu uns kommt, dass wir uns an ihn erinnern, dass er bei uns, in unserer Seele, in unserem Herz einen Platz hat, wenn wir das Mahl feiern. Liebe Mädchen und Buben, Jesus hat zu den Jüngern gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Was bedeutet echt das? Jesus hat gesagt, dürft euch an mich erinnern, wenn ihr das Mahl dort feiert. An alles, was ich für euch gemacht habe, was ihr erlebt habt. Und darum ist der Festtag auch ein spezieller Tag für alle, die im Dienst von Jesus sind. Priester und Seelsorger, Seelsorgerinnen. Es ist ein besonderer Tag, weil der Auftrag mit den Menschen das Heilige Mahl zu feiern. Ja. Ganz genau. Er sagt, Gedächtnis ist, wenn man sich erinnert. Und das machen wir ja auch heute. Wir haben uns erinnert an das, was Jesus gefeiert hat. Und das passiert schon seit 2000 Jahren, Sonntag für Sonntag, in jeder Messe, in jedem Gottesdienst. Da müssen wir uns erinnern, was Gott für uns gemacht hat. Und darum heisst die Feier auch Eucharistie. Das heisst Dankesfeier. Wir wollen Gott vor allem auch Danke sagen. Wir können uns erinnern, dass er uns hilft, dass er uns beisteht, dass er uns Kraft geben will, dass er seine Liebe uns schenken will. Aber einen wichtigen Aspekt haben wir jetzt noch ausgelassen. Und das ist fast das Wichtigste vom Ganzen. Was haben wir dort gerade vorhin aus dem Buch gehört, das ich vorgelesen habe? Was hat Jesus mit den Jüngern gemacht, wo sie das Mahl gegessen haben? Etwas Komisches hat er gemacht, wo wir vielleicht nicht so machen. Ja. Die Füße gewaschen. Ja. Er hat Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Das ist etwas Komisches. Hast du schon jemandem die Füße gewaschen? Auch nicht. Ich eigentlich auch nicht. Das war früher eine Aufgabe der Diener. Die Diener haben den Leuten ihre Füße gewaschen. Und Jesus, wenn er das macht mit seinen Jüngern, sagt er, ich bin für euch wie ein Diener. Und er sagt, macht ihr das auch. Dort füreinander dienen. Dort nicht nur hier schön feiern und mit Musik und Kerzen und so, das ist zwar alles schön, aber das, was wir hier feiern, muss eine Auswirkung haben in unserem Leben, wenn wir eben einander hier dienen. Oft ist es ja so, und da tue ich mich auch einschliessen, dass wir einander lieber den Kopf waschen, anstatt die Füße. Hä? Ja. Wenn wir einander umgeben, miteinander handeln, Jesus sagt, ja, gut, aber dort einander dienen, dort einander auch die Aufgaben einander schenken, für einander da sein, die ein bisschen etwas von einem verlangen. Du hast noch eine Frage. Ich habe es nicht ganz verstanden. Füße waschen? Das machen nur Sklaven sonst. Ja, Diener, genau. Aber wir alle sollen eben, weil wir getauft sind, weil wir zu Jesus gehören, Diener und Dienerinnen sein füreinander. Uns nicht zu schade sein, füreinander tot sein, einander zu helfen, einander zu denken. Ich freue mich, liebe Kommunionkinder, dass ihr so gut mitmacht und dass ihr auch wollt, Diener und Dienerinnen und Freunde und Freundinnen von Jesus sein. Möge der Gottesdienst uns helfen, dass wir das, was wir hier feiern, die Liebe, die Gott uns schenkt, dass wir das anderen weiterschenken können. So wie es der Chor vorhin gesungen hat. Nach der Lesung. Was hat jetzt der Chor schon wieder gesungen? Ubi caritas, Deus hibi est. Latinisch, aber das ist ganz einfach. Wo Güte und Liebe ist, da ist Gott. Dort, wo wir Liebe schenken, Güte, Hilfsbereitschaft, dort ist Gott. Das wollen wir mitnehmen in den oben, das wollen wir mitnehmen in die paar Tage, wo wir jetzt dort Ostern feiern. Amen.